Und wieder aus aktuellem Anlass ein paar Worte zum Thema Brüche dividieren. Das ist eigentlich ganz leicht, aber woher kommt diese Regel? Was soll das? Wir fangen nochmal an mit der Multiplikation und wiederholen das nochmal. Beispiel, ich habe eine Pizza, ich habe eine ganze Pizza und ich möchte die nur in drei echte gleiche Teile teilen. Jetzt könnte man denken, ja, 1 durch 3. Ich möchte in drei gleiche Teile teilen. Ich teile durch 3 die Pizza. Aber ich möchte nur die Pizza teilen und so liegen lassen, damit sie dann gegessen werden kann. Also muss ich alles nochmal 3 nehmen. Jetzt habe ich einmal 3 Drittel sind 3 Drittel. Übrigens, 3 Drittel heißt 3 durch 3. Es kommt eine ganze Pizza wieder raus. Also 3 Drittel. Und wenn ich jetzt kürze, aber das lassen wir nochmal. 3 Drittel kommt raus. Einmal etwas bleibt etwas. Das steckt auch dahinter. Andere Sache. Wir nehmen mal Folgendes an. Ich möchte eine Pizza mal wie folgt teilen. Und zwar so. Ich sage eine ganze Pizza und ich möchte 3 Viertelstücken haben. 3 Viertelstücken. Naja, dann teile ich die Pizza, schneide sie durch, lasse aber so liegen. Und Achtung, ich möchte nur 3 Viertel Pizzastücken da liegen haben. Das heißt, ich muss das hier jetzt mal ausklammern. Ne? Das ergibt wieder. Also eine ganze Pizza geteilt durch 4 Teile. Das habe ich in blau gemacht. Aber ein Stück lasse ich weg. Ich möchte nämlich bloß 3 Viertelstücken haben. Sind 3 Viertel. Gut. Bis dahin. Jetzt übertreiben wir mal und sagen, übertreiben insofern, wir werden es gleich sehen. Wir sagen, naja, dann probieren wir das mal so. Ich möchte eine Pizza haben und ich möchte mal 4 Drittel haben davon. Das heißt wieder, ich teile durch 3, sodass ich weiß, wie die aussehen. So. Und ich möchte aber 4 Drittelstücke haben. Das heißt, ich brauche noch ein so ein Stück, brauche ich noch dazu. Ich versuche das jetzt mal hier so hinzuschmieren. Also, das zusammen sind 4 Drittstücken. Daher kommt das. Na gut, alles nicht so schlimm. Jetzt teilen wir mal eine ganze eine halbe Pizza. Das sieht dann so aus. Also. Moment, jetzt ist mir der Kreis verrutscht. Na, komm her. Und diesen Kreis hier, den möchte ich jetzt mal. Ich könnte es auch irgendwie hinschmieren, aber ich mache es mal lieber so. Sieht besser aus. Und zwar, ich habe nur eine halbe Pizza. Die andere Hälfte hier hinten, die ist nicht mehr da. Aber damit wir so uns denken können, strichle ich die mal so ein bisschen. Damit man sieht, ah, da war ja noch mal was. Die Aufgabe heißt eigentlich nur eine halbe Pizza. Und jetzt möchte ich. Ja, ich möchte sie mal in drei gleiche Teile teilen. Diese Hälfte hier. Also in 3 Stück. Das Zähler sagt immer, wie viel. Und jetzt der Nenner sagt, durch was ich teile. Naja, wenn ich das einmal so gleichmäßig gemacht habe, habe ich 1, 2, 3 gleich Teile. Mathematisch steckt dahinter. Ich sage, gut, 1 mal 3 ist 3 und 2 mal 3 ist 6. Das sind Sechstelstücken. Oh, woher kommen denn die? Naja, ich deute es mal mit der schon fehlenden anderen Hälfte an, das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile gewesen. Daher kommen diese Sechstel. Wenn ich das wieder kürze, kommt wieder ein Halb raus. Ne? 3 Sechstel ist auch ein Halb. Ich habe also die Menge nicht verändert. Ich habe nur, man kann auch sagen dazu, erweitert. Ich habe also mit 3 Drittel mal genommen. Das geht auch mit einer halben Pizza. Jetzt mache ich das mal schneller. Naja, geht ja zur Not. Also eine halbe Pizza möchte ich davon nur ein Drittel haben. Ein. Und jetzt kommt wieder das, durch was ich teile. Ein Drittel. Dann ergibt sich, das sieht man jetzt hier, wenn ich jetzt hier diese in gleiche Teile wieder teile, so wie hier oben auch. Dann ergibt sich rein rechnerisch, 1 mal 1 ist 1. Ich möchte ja bloß einen Teil haben und 2 mal 3 ist 6 unten. Ein Sechstel. Das heißt also, die anderen Stücken hier, diese. Und diese, die muss ich wieder weglöschen. Ja, das ist gar nicht mehr da. Ein Sechstel. Und das kommt daher, Sechstelteile sind nun mal bloß so schmal. Das Ganze könnte ich noch mit sonst was machen. Aber jetzt kommt die große Aufgabe. Jetzt nehme ich mal wieder doch einen besseren Kreis. Das war nicht ganz so schön. Komm her. Und jetzt kommt die große Frage. Jetzt heißt die Frage, was passiert, wenn ich sage, ich habe ein Halb und ich möchte es aber durch ein Drittel teilen. Dann gibt es folgende Regel. Aber wo die herkommt, das werden wir gleich sehen.
Nochmal erst die halbe Pizza. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte durch, was hatte ich gesagt, durch ein halb, durch ein Drittel teilen. Bleib mal ruhig bei Drittel. So, jetzt sieht das schon besser aus. Was passiert dann? Ist gleich was. Dazu machen wir mal was anderes. Und zwar zur Erklärung, zur rein mathematischen. Mache ich mal sowas. Ich möchte anfangs, ich mache das mal nur mathematisch, ein halb mal nur durch drei Drittel teilen. Jetzt könnte jeder sagen, na, drei Drittel ist eins, dann bleibt das ein halb. Ja, das stimmt. Das machen wir mal in mehreren Schritten. Und zwar nochmal, bis jetzt habe ich immer gesagt, durch was ich teile, also wie ich schneide, das sind diese Stücken und die stehen immer da unterm Bruchstrich. Jetzt steht aber blöderweise durch drei Drittel. Drittel ist der Name. Achtung, durch drei. Also muss ich zuerst durch drei teilen. Das heißt aber nichts anderes, als dass ich das so schreibe. Das ist ein halb und jetzt durch drei muss ich hier dazu schreiben. Also ich muss hier erst durch drei teilen. Das macht man so, indem man hier unten nochmal zusätzlich mal nimmt. Woher das kommt? Beispiel 12. Also das ist jetzt ein Beispiel, warum man das mal nimmt. 12 möchte ich durch 2 teilen und nochmal zusätzlich durch 3 teilen. Dann kann ich sagen, okay, das ist genauso wie 12 durch 3 ergibt sich als 6 und dann nochmal durch 3 und dann muss ja 2 ergeben. Kommt das hier raus? 12 durch 2 ist 6, ja. Und nochmal durch die 6 nochmal durch 3, jawohl, ist 2. Ich kann aber auch gleich sagen, wenn ich 12 gleich durch 2 mal 3, nämlich, ich schreibe es jetzt mal so, 12 durch 2 mal 3 teile, dann ergibt es 12 durch, ich mache es mal in Klammern, damit es besser auffällt, durch 6 ist auch 2. Also es ergibt in jedem Fall 2. Deswegen habe ich hier unten die 3, die blaue, dazu mal genommen. Ich möchte jetzt nicht mit solchen Worten wie multiplizieren und so weiter die Schüler noch weiter verunsichern. Ich weiß ja selber, wie schlecht Fremdwörter zu Anfang zu beherrschen sind. Gut, sollte zwar nicht sein, aber ist jetzt egal. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Das war der erste Schritt hier. So, und jetzt muss ich aber, tja, jetzt muss ich aber mit irgendwas mal nehmen, damit wieder zum Schluss, denn ein halb durch drei Drittel, ein halb durch eins muss ein halb ergeben. Jetzt muss ich mit irgendwas mal nehmen, damit ich dann zum Schluss wieder ein halb habe. Und das ist diese drei hier. Die rutscht also hoch. Und daher kommt folgende Regel. Jetzt, Achtung, das mache ich so, indem ich sage, ein halb mal, und jetzt drehe ich um, drei Eintel. Das hier, so funktioniert es. Ich drehe also hier hinten, das nennt sich Divisor. Ich drehe also den Divisor um. Ich bilde den Kehrwert. Drei rutscht nach oben, eins rutscht nach unten. Und das sieht dann so aus. Das ergibt dann 1 mal 3 ist 3 und 2 mal 1 ist 1. Ich hoffe, dass es einigermaßen Verständnis bringt. Wir werden dann noch gleich ein paar Kleinigkeiten üben. Aber ich möchte nochmal zurückkommen. Was ist, wenn ich sage, ich möchte eine ganze Pizza durch 3 Viertel, also durch das Umgekehrte teilen. Nochmal, die Aufgabe soll sein, eine ganze Pizza durch 3 Viertel. Und das schreibe ich mal extra. Und das machen wir jetzt gleich mit der Regel. Also, eine ganze Pizza durch 3 Viertel. Achtung, ich muss wieder teilen durch 3 und dann mal 4 nehmen. Also kann ich das auch gleich so schreiben, dass es eine ganze Pizza mal, und jetzt, wenn wir mal die Farbe wechseln, 4 Drittel. Na, wo ist er? Da. Und das ergibt 4 Drittel. Ist seltsam, ne? Ich kriege aus, obwohl ich teile, wir sind ja beim Teilen gewöhnt, dass es immer kleiner wird, das Ergebnis. In diesem Fall wird es größer. Hängt eben damit zusammen, was ich vorhin gerade erklärt habe, dass ich hier beim besten Willen Zähler und Nenner vertauschen muss. Hier ist es einsehbar, aber es ist deswegen einsehbar. Es muss ein halb rauskommen. Hier, nochmal. Ein halb, das kann ich auch schreiben, ein halb geteilt durch 1.
Das ist dasselbe. 3 Drittel, 3 Drittel heißt 3 durch 3 ist 1. Muss ein Halb ergeben. Und das erreicht, indem ich. Achtung, wir wollten ja durch das Blaue dividieren. Ein Halb durch 3, deswegen steht die hier unten. Warum das mit dem Mal plötzlich ist, hatte ich vorhin erklärt. Und muss dann mit etwas Mal nehmen, damit wieder ein Halb rauskommt. Wenn ich durch 3 teile, muss ich auch wieder mal 3 nehmen. Daraus ergibt sich eben diese Regel. Das hier. Ich teile so, indem ich mit dem Reziproken des Divisors multipliziere. Und dann ist es wieder Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Das ist dann leicht. Vielleicht gibt es noch eine Variante, wo man sagt, ach, vielleicht, ja, das mit den Bildern oder so, das leuchtet mir vielleicht doch noch nicht so richtig ein. Ich versuche es mal noch ein bisschen anders. Mal ein ganz einfaches Beispiel aus der Multiplikation, das kennen wir von der ersten Klasse. 20 ergibt sich doch auch, wenn ich sage, das ist 2 mal 10. Meistens schreibt man 2 mal 10 ist gleich 20. Naja, und in diesem Fall schreiben wir 20 ist 2 mal 10 ist das gleiche. Diese Aufgabe, die kann ich schick umkehren. Ich kann auch sagen, 20, die Umkehrung von Mal ist geteilt durch 2 ist gleich 10. Ich glaube, bis dahin gibt es ein Verständnis. Wenn ich das jetzt mal auf ein anderes Beispiel anwende, nämlich auf eins von weiter oben, wenn ich sage 3 halbe, ergibt sich daraus, dass ich ein halbes mit 3 multipliziere. 3 und jetzt kann ich sagen ein Teil. Deswegen habe ich das in Grau mal dahinter geschrieben. Jetzt kehre ich diese Aufgabe mal um. Also, das ist praktisch die Malaufgabe. Und jetzt mache ich mal die Umkehrung, so wie bei diesem einfachen Beispiel hier. Dann kann ich doch sagen, das ist 3 halbe geteilt durch 1 halb muss sein 3. Und jetzt in Grau wieder ein Teil. Das war jetzt extra geflüstert, weil es eigentlich überflüssig ist, ne? Ein Teil. Vielleicht leuchtet das insofern besser ein, dass man sagt, okay, deswegen muss ich mit dem umgekehrten Wert mal nehmen. Hier, schaut euch das nochmal an. 3 halbe ist das oder 3 halbe durch ein. Ne? Vielleicht hilft es so. Anwendungsbeispiele. Wenn ich also Brüche miteinander dividieren will, mache ich zuerst dazu zu einer Multiplikationsaufgabe und dann ist es leicht. Beispiel 3 Siebtel mal 8 Vierzehntel zum Beispiel. Durch 8 Vierzehntel. Muss ich umschreiben erst in 3 Siebtel. Ich lasse den Dividenden so wie er ist, also den ersten Teil lasse ich so wie er ist. Und jetzt schreibe ich mal statt das durch. Und Achtung, hier die beiden vertauschen. Die 14 kommt oben hin und die 8 unten. Und jetzt ist es wieder ganz leicht, denn jetzt ist es eine Multiplikationsaufgabe. Und wenn man hier ein bisschen kürzen kann, zum Beispiel das hier, die 7 und die 14 gehen beide durch 7. 7 durch 7 ist 1. Immer intern sagen, 14 durch 7 ist 2. Ach, die 2 und die 8 gehen auch nochmal beide durch 2. 2 durch 2 ist 1 und 8 durch 2 ist 4. Jetzt bleibt das übrig. 3 mal 1 ist 3 und hier unten 1 mal 4 ist 4. Noch ein anderes fixes Beispiel mal ohne Kürzen. Ein Siebtel mal geteilt durch ein Achtel. Naja, erst umwandeln, ein Siebtel so lassen, mal 8 Eintel schreiben. Hier ist nichts zu kürzen, ergibt dann 8 Siebtel. Ja, ich weiß, daraus kann man noch ein Siebtel machen, möchte ich jetzt aber nicht. Jetzt geht es mir nur darum, erstmal die Zusammenhänge zu erklären. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Brüche dividiert man, indem man einfach umschreibt und den Divisor umdreht und dann eine Malaufgabe draus macht und dann geht es ja wieder leicht. Ich hoffe, das hat ein bisschen zur allgemeinen Verständigung beigetragen und schließt das Video jetzt. Viel Spaß beim Üben. Leute, schnappt euch die Bücher und übt einfach. Das ist nur eine Umschreibeübung. Der Rest müsste eigentlich leicht sein.